Zubat hat mich getötet oder Zubot. Wir sind doch gar nicht in so einer dunklen Höhle, wo man sie sonst findet, diese Zubats. Zubat ist ja auch das nervigste Pokémon aller Zeiten. Immer diese verschissene, was macht der Blutsauger oder sowas? Heide, na, jedes Mal. Nicht mal deswegen, einfach nur, weil der so oft aufgetaucht ist. Oh, ein wildes Zubat, schnell, wie schön, guck doch mal. Zubot heißt der, hast du. Zubot, ah, dann ist es ja nicht so schlimm. Dann ist es ja nur halb so nervig. Der ist der gegnerische Führende. Ja, guck mal, wie schlecht wir sind, wir zwei, was ist denn hier los? Ja, ich hab eine Ausrede. Ah, das stimmt, ich auch. Weil ich habe nur 1 HP. Die ganze Zeit, ich spawn, habe nur 1 HP. Genau. Das sieht man in der Aufnahme sicher dann auch, ne? Ja, genau, das sieht man natürlich, dass ich durchgehend, also jetzt im Moment gerade 1 HP hat man. Und das sieht auch gar nicht billig nacheditiert aus dann. Na, das hoffe ich doch. Ich hoffe, dass ich das gut hinbekomme. Dieser Peter-Chef, oder ja? Wie der heißt, wird getötet. Schon wieder? Rassmann, was ist hier mit dem los? Er soll mal sich abreagieren hier. So. Warum nennt er sich Peter-Chef? Was soll das überhaupt heißen? Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich ist er Peters Chef. Ich dachte immer, du wärst so ein richtiger Vollprofi, der gar nicht verlieren kann. Dachte ich auch immer. Was war gestern bei dir so Weltfrauentag? Hast du gefeiert? Irgendwie was? Keine Ahnung. Der ist spurlos an mir vorbeigegangen. Ich hab's vorher mitbekommen, weil eine Frau in meinem Giveaway geschrieben hat, dass es eine Schweinerei ist, dass keine Frau gewonnen hat gestern am Weltfrauentag. Du kannst ja nicht einfach hier die Ergebnisse manipulieren, nur des Geschlechtes wegen. Genau, wir wollen ja Fairness. Der Zufallsgenerator ist ja wohl das Fairste, was es gibt. Ja, das stimmt. Schade, dass da nicht zufällig mein Name rausgekommen ist. Ja, echt schade. Da oben auf dem Dach. Hast du gemessert? Ja, echt altes Dreckschwein, krass, Mann. Aber es hat er auch verdient gehabt, weil er mich ja gekillt hat vom Dach außen. Das ist ja eigentlich unser Territorium da oben. Ja, Zubot hat mich getötet. Reicht es ihm denn nicht, dass er schon die ganzen Höhlen immer voll spammt mit seiner Anwesenheit? Oh, ein wildes Zubot. Schnell, fang es. Ah, du hast schon 80 Stück, schade. Fang es trotzdem. Ich will mir ein Team nur aus Zubat. Jedes Zubat hat seine eigene Stärke. Das eine kann Blutsauger, das zweite kann Blutsauger. Ach, Peter-Chef ist jetzt bei uns? Jawohl, deswegen gewinnen wir. Ach so. Wie hoch ist mein Ping? 800, ja. 842, ja. Mal gucken, vielleicht komme ich noch in den vierstelligen Bereich. Wahrscheinlich bekommst du es auch in einigen Sekunden mit, dass ich gewonnen habe. Ich bin tot, alles klar, der Bot war's. Ich verstehe schon. Liefst du gerade eben in der Aufnahme? Ich glaube, eben habe ich die Aufnahme überhaupt nicht angehört. Ah, deswegen liefst du gut. Ja. Ja, Mr. Fox, MW Foxy schon wieder, aha. Mr. Fuck. Mr. Fuck, die Meldmeisterschaft, Foxy. Nimmt der echt an Meldmeisterschaften teil? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist so ein richtiger Fuchs, der Kerl. Schon wieder hat er mich geklatscht. Ich glaube, der ist gut. Die treffen einen immer so richtig direkt ins Gesicht, ohne zu zielen. Ohne zu zielen, aus der Hüfte. Rückwärts, ja. Mit Messer in der Hand. Ich steckte gerade in der Tür fest. Ah, oben, deine Lieblingstür, deine altbekannte Tür. Du weißt es vielleicht noch nicht, aber ich hatte mal eine Beziehung mit der. Ah, ich hab letztes Mal mitbekommen, dass du da oben mit der Tür mal geschmust hast, das weiß ich noch. Da warst du doch dabei, da hatten wir einen Dreier. Da war ich mit dabei. Ich glaube, ja. Du hast mich doch erst dazu überredet, du hast mich der Tür doch erst vorgestellt. Ja, stimmt, genau. Ohne dich hätte ich die nie kennengelernt. Das war der Grund, warum ich Tyrophil geworden bin. Ja, so eine schöne Tür, da kann man auch nichts gegen sagen. Auf jeden Fall. Türen sind richtig geil. Richtig delicious. Und die sind auch immer unersättlich, ne? Die wollen immer mehr. Ja, die lassen wirklich. Man könnte meinen, die lassen jeden rein. Das ist krass. Sobald du sie einmal anfasst, ne? Und die gewissen Knöpfe drückst. Ja, genau. Dann lässt sie dich sofort rein. Das ist echt. Das ist schon fast ein bisschen krass, was diverse Türen da machen. Hast du gerade Bratwurst gesagt? Nee. Oder Krasswurst ist schon. Es ist schon fast ein bisschen Bratwurst. Das ist schon fast ein bisschen Krasswurst. Aber Krasswurst oder Bratwurst ist auch ziemlich cool. Krasswurst, ne, ich liebe die. Mm. Ich esse nur noch Krasswurst. Jetzt, wo du sagst, Krasswurst habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Krasswurst ist was für die Kiffer unter uns. Ja, das natürlich auch, das stimmt. Kannst du halt nicht anzünden, die Krasswurst. Die musst du leider verzehren. Warum bin ich immer derjenige, der abgeschossen wird? Das ist, weil du immer mit ihrer Tür rummachst. Die gehört eigentlich den Gegnern. Achso, die haben was. Das ist was Persönliches, ne? Das ist was Persönliches, ja. Die Tür hat geschwärmt von dir und jetzt sind die natürlich böse, ist klar. Ja, das kann natürlich sein. Das ist gar nicht mal so abwegig. Standard. Ich bin so scheiße gerade. Das sieht die Tür aber ganz anders. Was willst du spielen als nächstes? Welche Map? Pff, mach mal Safe House. Da ist deine Tür. Ich weiß, du magst Safe House. Ja. Ich würde sie nie mit der Tür in den Lake betrügen. Oh, die Türen in den Lake sind richtige Schlampen, habe ich gehört. Die sind echt was. Voll die Schweineria. Eine Schweineria. Aber eine harte Schweineria. Das klingt nach einer Mischung aus Schweinerei und Diarrhea. Schweineria! Dann kriegst du so Dünnschiss und da kommen einfach Schweine aus deinem Arsch. Mmh. Hab ich mir schon immer gewöhnt. Ich komme direkt nach Pest und Cholera. Das ist deine eigene.
deine eigene Bacon Farm hast. Ja. Mit Kacke drauf. Man muss halt erstmal das alles waschen, ist klar. Oh, will hier noch jemand knifen? Achso, ich wollte das. Ja, ich hab's gesehen, aber du bist vom Dach runter. Ich hab gesehen, dass du vom Dach runtergelaufen bist. Ja, es hatte gerade ein bisschen geleckt. Jetzt aber, du bist der Dumbabla-Killer, das heißt ja, du bringst Dumbabla um. Ja, das mache ich auch oft, weil wenn die mich nachmachen, muss ich natürlich dagegen vorgehen, ist klar.